Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Ich lebe noch, ich bin noch da, Leute, ich bin noch im Krankenhaus und muss unbedingt nochmal ein kleines Statement abgeben, beziehungsweise ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen da draußen bedanken. Ehrlich, ich kann auf jeden Fall schon besser reden, auf jeden Fall, alles gut. Ich darf auch morgen nach Hause, komme ich aber gleich dazu. Ich möchte als allererstes mich bei allen bedanken. Es haben unheimlich viele Leute dieses Mal letztens, bei dem letzten Video da vom Krankenhaus, es haben so viele, alles Gute, Gockel und hin und her. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Glückwünsche, Leute. Ich kann leider Gottes nicht mich bei jedem bedanken. Ich habe die Kommentare aber durchgelesen, es waren verdammt viele, ich glaube fast 1000. Und ich habe alle gelesen, Leute, aber ich kann nicht bei jedem Danke drunter schreiben. Deswegen mache ich jetzt dieses Video und bedanke mich einfach somit bei jedem von euch. Vielen, vielen Dank. Mir geht's wieder gut, Leute. Ich bin gottsfroh. Ich komme morgen wieder nach Hause. Heute muss ich noch da bleiben. Ich kriege noch heute diese Dinger diese Antibiotikum da reingeballert. Immer morgens, immer mittags, immer abends und ja, mir geht es auf jeden Fall besser. Gestern war Marina, also heute kommt Marina nicht, gestern, vorgestern war Marina da. Moment, ich darf nicht so schnell reden, da tut es mir trotzdem noch weh, die Scheiße. Ja, danke übrigens dafür, Schatz. Jeden Tag ist Marina 100 Kilometer, also 50 hin, 50 zurück, da zu mir hergefahren, hat mir noch Klamotten gebracht und Melone geschnitten und alles. Ja, vielen, vielen Dank, Hase, dafür, ne? Auf jeden Fall, gestern habe ich so gefüllte Paprika zum Essen gekriegt und da waren Reis drin. Danach hat es echt heftig gestern wehgetan, wirklich, muss ich sagen, das war nichts. Also, ich werde nur noch Suppen essen jetzt. Egal. Ich habe mit dem Andi, Andi kennt ihr, vielleicht hat er vorher bei mir gearbeitet. Ich habe geschrieben, da hat er ja sowas ähnliches auch, er hat aber nur Mandel rausbekommen, ich hatte ja diesen Abszess da und er sagte, er konnte 2 Wochen danach auch nicht essen, aber es wird wieder alles gut, Leute, ich bin hier nicht am Sterben, wobei, Moment, ich tausche mal ein bisschen die Cam, ich heute auch mit einem Kunden von mir kurz schon geschrieben habe, mittlerweile fast schon Kumpel geworden und er sagt, ein Abszess ist nicht einfach mal ohne, da hättest du sterben können, deswegen haben die mich ja sofort operiert. Egal, Leute, mir geht's wieder gut, ich darf morgen nach Hause, ich freue mich. Aber ich muss eins dazu sagen, ja, Marina freut sich, der Bug freut sich bestimmt, Leute. Ich habe den Bug jetzt eine Woche, über eine Woche oder was nicht mehr gesehen. Marina hat den Bug bei sich. Was ist los? Habt ihr Hunger? Wollt ihr was essen? Steht da das Essen auf dem Tisch? Lecker. Und ich freue mich tierisch auf jeden Fall auch auf den Bug. Der vermisst mich bestimmt auch. Ich den natürlich auch. Ich kann es kaum abwarten, morgen wieder zu Hause zu sein. Weil ich meine, ich habe hier alles, Leute. Moment, ich nehme da die Entschuldigung. ich habe hier alles. Ich habe hier Laptop. Ich habe hier Fernseher. Aber ich weiß nicht, wenn ich rausgehe, muss ich, weiß nicht, da irgendwie 400 Meter laufen, das Gebäude ist riesig, Krankenhaus ist riesig. Ich mag gar nicht runter, ich habe draußen nichts, da ist nichts. Ich sitze wirklich seit Tagen nur auf dem Zimmer und ich muss aber echt sagen, es tut einen echt gut, mal so für sich alleine, Moment, ich muss das Handy halten, es tut einen echt gut, mal so für sich alleine, in so ein Zimmer, man macht sich über so viele Sachen Gedanken, Leute, das glaubt man gar nicht. Also ich werde jetzt auch einiges ändern, bei mir in der Firma, in meinem Leben, ich habe mir so viel Gedanken jetzt, da geht einem echt so viel durch den Kopf, wie zum Beispiel, dass man mit den Kindern doch zu wenig Zeit unternimmt, dass einem doch das Handy wichtiger ist, wie in manchen Sachen,
gucke ich aufs Handy, ne? Der kleine Papa, komm, spiel mal was. Nee, man gibt denn lieber irgendwas zum Spielen und guckt selber ständig in dieses blöde Handy. Das Handy ist so das größte Problem, Leute. Das ist wie so eine Sucht. Und das mit dem Handy werde ich jetzt in Zukunft auch, das ist ja mein Privathandy. Ich habe da eigentlich nur Kumpels, meine besten Kumpels und Freunde, Eltern. Aber selbst dieses Handy habe ich jetzt auch hier im Krankenhaus gemerkt, was das Zeit klaut, dieses Handy. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und das werde ich abschaffen. Ich werde einiges ändern jetzt, wo ich mir einfach jetzt über die Tage Gedanken drüber gemacht habe, weil, wisst ihr, ich denke mir, der Leon ist zum Beispiel, er ist ja 5 und ich habe noch einen großen Sohn. Ich habe mit ihm damals schon viel Zeit verpasst, weil mir die Firma und alles andere wichtiger war. Und ich merke, dass ich mache zwar jetzt mit dem Leon wirklich so, wie ich kann, ne? Aber ich habe gemerkt, es ist eigentlich immer noch zu wenig. Man sollte öfters einfach zu anderen Sachen Nein sagen, weil Familie ist einfach das Wichtigste, auch zu meinen Eltern. Ich sollte öfters meine Eltern besuchen gehen. Nein, ich sitze immer in der Firma. Es ist falsch. Es tut mir leid, vielleicht halte ich da jetzt eine Predigt, vielleicht werde ich sentimental, aber ich möchte es einfach mal gesagt haben, Leute, was ich so denke und was ich so mit der Zeit... Was ich jetzt fühle, nachdem ich hier alleine so ein paar Gedanken gemacht habe. Ein Handy kann man, sag mal, bezahlbare Sachen. Wenn ein Handy kaputt geht, man kauft sich ein neues. Egal was, wenn ein Auto kaputt geht, man kauft sich ein neues. Es ist alles kaufbar. Aber eine Kindheit, das Kind wächst auf. Und wenn man sich da keine Zeit dafür nimmt, man kann sich nicht einfach ein neues Kind kaufen. Und die Zeit wiederholen. Ich werde älter, ne? Und ich kann irgendwann auch keine Kinder mehr haben, sage ich mal. Meine Eltern werden immer älter. Sie werden natürlich immer älter. Sie werden irgendwann nicht mehr da sein. Und da sollte man sich einfach die Zeit nehmen. Weil ich denke mal stark, ich werde es irgendwann bereuen, wenn meine Eltern mal nicht mehr da sind. Oder sich man für das Kind zu wenig Zeit genommen hat. Und irgendwann kommt das Kind und sagt zum Beispiel, Papa, du hast mit mir nie viel unternommen oder sowas, ne? Man denkt sich immer, ich mach's morgen, aber ja, man macht's dann doch nicht. Und das, bin ich ehrlich, sollten wir alle mehr draus machen, Leute. Macht mehr mit Familie, scheiß auf die Handys und keine Ahnung, unternehmt mehr mit den Eltern, solange sie noch da sind. Wir werden es alle bereuen. Es tut mir leid, ich will euch da jetzt wirklich nicht nochmal eine Predigt halten. Aber ja, ich will damit einfach nur sagen, Leute, macht was. Macht immer was mit eurer Familie. Das liegt mir so richtig schwer am Herzen, weil ich hier so viel zum Nachdenken Zeit hatte. Und ja, irgendwann seid ihr auch mal vielleicht alleine, jetzt so wie hier in so einem Zimmer. Und denkt darüber alles nach. Und irgendwann sind wir so alt wie unsere Eltern und liegen in so einem Zimmer. Und unsere Kinder kommen vielleicht nicht mal uns besuchen. Und ja, deswegen. Also das würde mir richtig wehtun. Wenn ich dann irgendwann alt bin, Oma, ne, hier, also wie so ein alter Opa, weiß nicht, 80, und lieg alleine im Pflegeheim. Und es kommt nicht mal mein eigener Sohn und besucht mich, weil er vielleicht sauer auf mich ist, weil ich mit ihm nie was gemacht habe. Ne? Und das sind so Sachen, es tut mir leid, dass ich vielleicht für manche ein Quatsch, aber... Es ging mir halt so viel durch den Kopf, weil ich einfach, ich bin halt da noch innen drin noch so ein bisschen sentimental und menschlich und liebevoll. Und ja, man merkt einfach, was man in seinem Leben alles verpasst, was natürlich nicht käuflich ist. So wollte ich das ein bisschen euch damit sagen. Und auch Kunden, ich bin ja für Kunden immer Kunden, alles. Ich denke mal, Familie geht einfach alles vor. Und ich habe gelernt in der Zeit, in meiner ganzen Karriere, sage ich mal, dass Kunden nur gut zu dir sind, solange du denen gibst, was sie wollen. Wenn es dir mal schlecht geht oder du das Auto nicht rechtzeitig fertig machst, werden sie böse, gehen zum Anwalt oder sonst was. Und ganz ehrlich, da ist drauf geschissen. Deswegen lieber mehr Zeit mit der Familie unternommen, wie für irgendwelche Kunden abends da zu sitzen und die Kisten fertig zu machen, damit die glücklich sind. Weil die, wenn ich verreck,
Ne? Wird einer sagen, oh Gott, du, der Gockel ist gestorben. Ne? Ja gut, der Gockel ist gestorben, fertig, gibt es nicht mehr so. Und ja, und an alle Selbstständigen da draußen, an alle Verrückten, wo dauerhaft nur, ich kenne ja auch so einige, arbeiten, machen, tun und hier, Kunden, ich muss. Ihr müsst gar nichts, Leute. Macht euch nicht kaputt. Ich mache mich auch immer kaputt und wir müssen es gar nicht. Ne? Das wollte ich damit sagen, Leute. Wir fliegen alle einfach irgendwann um, wie die fliegen und keiner wird uns dafür danken. Ja, so, Leute, ich mache jetzt mal langsam. Jetzt ist Schluss mit der Predigt gucken. Ich kann in die Kirche gehen und predigen da. Aber nicht bei euch. Ihr seid auf dem Turbo-Gockel-Kanal, ihr wollt wild Autos sehen und keine Ahnung was. Und nicht ein Gockel, wo hier vor sich rumheult. Also ich heule nicht, aber es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, wenn man so ein paar Tage in einem Zimmerchen alleine sitzt, macht man sich wirklich so einige Gedanken. Also tut mir leid nochmal dafür. Ja, Entschuldigung, mir fehlen die Worte einfach. Und ich merke auch, ich glaube, euch interessiert. Manche interessiert es vielleicht, aber die meisten wird es gar nicht interessieren. Selbst bei dem letzten Video habe ich gemerkt, ich habe ein paar Kommentare gelöscht, weil die das lustig fanden, ein paar und keine Ahnung. Ne? Und deswegen, ja, Fazit, Leute, ich habe viel gelernt hier und ich werde jetzt einiges ändern und ich werde mehr mit der Familie Zeit unternehmen, wie nur in der Firma zu hocken und für Kunden irgendwelche Aufträge fertig zu machen, weil das ist nicht wichtig genug wie Familie und alles andere. Ne? So, Leute, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Zum fünften Mal, ich freue mich, oh, das kratzt schon wieder da im Hals, ich freue mich tierisch, dass ich morgen wieder nach Hause kann. Ehrlich, so geil. Die Woche, wir haben auf jeden Fall diese Woche noch Urlaub. Es ist noch geschlossen. Justin ist in der Firma, er beantwortet aber E-Mails heute, soweit ich weiß. Max schraubt an seinem Auto. Und offiziell geht es nächste Woche wieder los. Mit der Arbeit. Und wir machen auf jeden Fall wieder Videos. Ich freue mich, wieder Videos für euch zu machen, Leute. Ja, also, abonnieren, immer einschalten, wenn die Glocke läutet. Wenn ihr nicht abonniert, läutet die Glocke nicht, dann seht ihr es nicht, wann ein Video kommt. Auf jeden Fall, kommentiert, macht gut und vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die ganze Glückwünsche. Nehme ich mir echt zum Herzen, wirklich. Also, mega, nochmal. Also, ich verabschiede mich. Ich hau jetzt ab. Ich kriege jetzt bestimmt auch gleich Mittagessen. Und Leute, wir sehen uns hoffentlich bald in einem neuen Video. Endlich wieder in der Werkstatt. Ne? Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.